So, jetzt bin ich zur gleichen Zeit oder zur ähnlichen Zeit oberhalb der Ausleitungsstrecke. Also hier hat die Altenau noch die volle Wassermenge. Das ist vor der Ableitung in den Ersatzteich. Man sieht schön, wie viel da ist. Ich würde mal sagen, an der Ausleitung gehen mindestens ein Drittel des Wassers, wenn nicht mehr, wenn nicht fast die Hälfte, wird ausgeleitet und versickert dann sinnlos in dem Ersatzteich, und im Rest vom Altenautal fällt die Altenau trocken. Und das nach so vielen 100.000 Euro Investitionen. Das geht nicht. Das muss verändert werden.